Wow, sie haben eine Lawine ausgelöst. Komm, wir sehen uns das mal an. Gerne, Dexter. Das heißt ansehen, ich hole mir die verdammte Energiezelle. Aber hier sind Precursor Orbs. Jede Menge sogar. 10. Schlag diese Pfosten von unten hoch. Ah. Und ich habe wirklich keine Ahnung, wie das gehen soll. Also ich habe das hier nie gepackt. Schlag sie von unten hoch. Es geht nicht, wenn ich nach oben springe. Es geht so nicht. Das macht so auch keinen Sinn. Das hier wäre die letzte sinnvolle Möglichkeit, aber es geht auch nicht. Ah, okay. Ich wusste gar nicht, dass man das kann. Okay. Jetzt gibt es hier noch einen zweiten. Das Ganze geht mit Ducken und dann der Angriffstaste. Das Viereck. Sind sie jetzt oben? Sie sind doch jetzt oben. Also, soweit ich das sehe, sind sie beide oben. Der ist oben, der ist oben. Ah, da scheint sich auch was getan zu haben. Zumindest höre ich irgendwas. Ja. Eine weitere rote Kiste mit einer Spähfliege. 6 von 7. Es sind immer 7 in jedem Levelabschnitt. Was heißt Levelabschnitt? Die Welt ist komplett frei. Und zumindest vom Aussehen her an einem Stück. Naja, aber es gibt dennoch so eine Art, ja, Regionen, Gebiete. Und ich glaube, es hat funktioniert, die Teile nach oben zu schlagen, denn das Wasserrad hier dreht sich. Ja. Ah, gut. Und weil die jetzt hier oben ist, komme ich auch da hoch. Und finde die letzte Spähfliege, oder? Rote Kiste. Yay. Tada. Bling. Leute. Jawohl. Du hast alle Spähfliegen in diesem Gebiet gefunden. Ja, das weiß ich. Das habe ich mit Absicht gemacht. Ernsthaft. So, hier sind noch 2 dieser Dinger. Ich weiß nicht, was das bringt. Gehörte das zur Mission? Es ist mir egal, ob das zur Mission gehörte. Es ist eine Energiezelle. Dexter knetet sich mal wieder selbst. Ihr scheint euch endlich dazu entschlossen zu haben, meine Ernte freizusetzen. Ah. Ich würde euch ja gerne gratulieren. Das war toll. So nach dem Motto, halt's Maul, ich habe eine Energiezelle. Ich weiß jetzt auch nicht, was der Typ sagen wollte. Naja. Irgendwie muss es nach da gehen. Nach da oben, ja? Okay, das wäre dann mein nächster Abstecher. Ich speichere aber vorher. Nein, das ist falsch. Ich speichere aber vorher. Denn wenn man ins Wasser gerät, kann sowas Lustiges passieren, wie dass man plötzlich, wie soll ich es ausdrücken? Gefressen wird. Mal sehen, vielleicht demonstriere ich das. Irgendwann. Denn im Moment habe ich gar keine Lust, gefressen zu werden. Ich weiß, hört sich komisch an. Eigentlich sollte jeder Lust haben, gefressen zu werden, aber gerade jetzt ist es so. Vielleicht kann ich einen Sprung schaffen. Ja, es wäre fast geschafft gewesen. Super, jetzt haben wir hier einen Precursor-Starter, aber deine Energie ist nicht voll aufgeladen mit diesem blauen Zeug, also bringt uns das überhaupt nichts. Oh, wie schlimm. Na und? Ich brauche also blaues Eco. Wo gibt es hier blaues Eco? Wenn ihr was habt, verkauft es mir für 0 Precursor Orbs. Und hier liegen weitere 4. Wir haben fast 180 voll. Kann ja doch tauchen.
Ja gut, aber man taucht tief für dieses Teil da. So 172. Ah. Ja, hier muss irgendwo in der Nähe blaues Eco sein. Eindeutig. Ja, klar, da. Aber um da hochzukommen, brauche ich blaues Eco. Da oben läge welches, aber ich denke ja mal, dass ich viel zu langsam bin. Nein, versuche es wert. Da schwimme ich direkt. Schwimmen macht da eine Menge Spaß. Und ich kann da hoch. Und die Gelegenheit werde ich nutzen. Ah, ja, stimmt, da war's. Gerade hier rum, hier rum, hier rum. Jetzt muss ich ja doch den ganzen Weg zurücklaufen. Aber ihr seht schon, es ist Tag geworden. Es ist ein schöner Tag. Die Sonne lacht. Der Wasserfall, sie fällt. Und hier liegt blaues Eco. Gibt es da hinten noch was? Ich war schon da, ne? Ja. Okay, da war ich schon. Uah. Blaues Eco, ahoi. Yay. Juhu. Und jetzt laufen. Ich weiß gar nicht mehr, wohin. Ich laufe sinnlos weiter. Ja. Egal, wohin ich wollte, ich wäre zu langsam gewesen. Mein Gott, wo könnte blaues Eco sein? Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Egal. Ignorieren wir das und tun so, als wäre da gar nichts. Oder vielleicht... Aber eins ist klar, irgendwie muss man da hochkommen. Momento. Da will ich hin. Und zwar dringend. Unbedingt. Arsch. Warum tust du mir weh? Ich hab dir doch gar nichts getan. Ah? Nee, kann man vergessen. Okay, das nächste Mal bei Let's Play Jack and Dexter. Wie zur Hölle komme ich da hoch? Bis dahin, ciao.